User Stories sind ein sehr umstrittenes Thema. Einige Leute verfechten das so als Kern der agilen Methoden, spricht auch einiges dafür. Nur sind diese User Stories nicht immer einsetzbar und nicht für alles, und die User Stories sind nicht für alles geeignet. Ein vehementer Gegner der User Story ist zum Beispiel der Bertrand Meillet. Das ist hier der Autor des Buchs mit der Ballerina drauf. Herr Meillet ist Erfinder der Sprache Eiffel, sehr anerkannter IT-Professor, und der zieht mal alles, was die agilen Methoden so propagieren, in Zweifel. Und deswegen ist also das Buch ja Agile, The Good, The Hype and The Ugly, ist ganz lesenswert. Ich werde so ein bisschen versuchen, die Diskussion von beiden hier in dem Vortrag unterzubringen. So, also, was ist eine User Story? Erfunden wurde das Ganze von Kent Beck und Ron Jeffries im Zusammenhang mit dem Extreme Programming. Jeffries und vor allem auch dem Herrn Beck ging unglaublich auf den Keks, damals die UML einzusetzen. Also das heißt, UML als schwergewichtige Spezifikationsmethode wurde da sehr propagiert. Die war ja so 1997 ungefähr in der Version 1.0 rausgekommen, und alle waren damals total begeistert von der UML und haben in UML-Werkzeugen vollständige Systemspezifikationen gemacht, ohne eine einzige Zeile Code zu programmieren. Und das war sehr schwergewichtig. Teilweise entstanden da Spezifikationsdokumente mit mehreren 100 Seiten. Also an solchen Dingen war ich auch beteiligt. Das war damals halt modern. Und der Kent Beck und der Ron Jeffries wollten eine Gegenbewegung dazu machen und haben in einem Projekt für Chrysler, was dann, also aus dem dann nachher dieses Extreme Programming entstanden ist, einen anderen Weg ausprobiert. Und zwar deren Idee war: Wir nehmen einen A5-Zettel und auf den schreiben wir eine kurze Geschichte. So, neulich habe ich mit meinem System Folgendes erlebt. Also die Idee ist, sozusagen keine formale Spezifikation zu schreiben, sondern eher so eine Story, die ein Benutzer mit dem System erlebt. Grundidee bei den Geschichten ist, dass das menschliche Gehirn Geschichten besser verarbeiten kann als abstrakte Informationen. Das heißt, sobald Sie die handelnden Charaktere im Kopf haben und ein Bild im Kopf haben, wer was tut, können Sie sich das besser merken und haben ein tieferes Verständnis davon. Kommt, ich meine, ich habe das bei Kent Beck irgendwo gelesen. Bevor die Schrift erfunden wurde, hatte der Mensch ja als einzige Chance, Stories zu überliefern, dass er am Lagerfeuer anderen Kollegen sozusagen seine Erlebnisse erzählt. Also ist im Gehirn irgendeine Speicherfunktion besonders gut verdrahtet, die sich Geschichten merken kann, im Gegensatz zu Klassendiagrammen. Also das heißt, so die Geschichte ist ein gutes Format. Idee von den User Stories ist, dass man da gar nicht viel aufschreibt, wie sagst du, so 3, 4 Zeilen auf einen A5-Zettel, da passt nicht viel drauf. Und dass man den Fokus eher auf das persönliche Gespräch mit dem Kunden bzw. dem der Requirements-Quelle setzt. Also nicht viel aufschreibt, eher reden. Und dadurch haben sie natürlich wenig Zusatzaufwand, die Sachen aufzuschreiben. Also so eine Spezifikationsphase fraß früher leicht mal 30, 40% des Projektbudgets, manchmal mehr. Und rausgekommen sind dann tatsächlich so 200, 300 Seiten. Und das spart man sich zugunsten von der Kommunikation, wenn man denn jemanden hat, mit dem man reden kann. Und das Hübsche ist, ich kann relativ spät erst Festlegungen treffen. Nämlich erst dann, wenn es wirklich an die Implementierung geht. Vorher habe ich nur so einen Hinweis, naja, da könnte man mal was festlegen, da sollte man mal reden. Also daher User Story, so als Gegenentwurf eigentlich zu den vollständigen Systemspezifikationen, die es davor gab. Beispiele für User Stories sind zum Beispiel das hier: Als Kunde will ich eine Zutat für eine Pizza ergänzen, um die Pizza an meinen Geschmack anzupassen. Das ist so ganz klassisch. Sie haben da so eine Art Rolle drin, das ist der Kunde, der irgendwas, was der tut, nämlich eine Zutat zu einer Pizza ergänzen in so einem Pizzaservice-Shop online. Und sie haben ein Geschäftsziel, nämlich um die Pizza an den Geschmack anzupassen. Und so ist eigentlich das Standardschema von den meisten User Stories. Als Koch will ich die Fertigstellung einer Pizza melden, damit die an den Kunden geliefert werden kann. Genauso ein Beispiel: Sie haben wieder eine Rolle drin, den Koch. Sie haben das, was er tun möchte, nämlich die Fertigstellung der Pizza melden. Und Sie haben einen betriebswirtschaftlichen Mehrwert oder zumindest irgendwas, was die Welt ein kleines Stück verbessert. Und so sind die anderen User Stories als Beispiel auch. Also die letzte: Als Koch will ich einen vorhandenen Kunden finden können, um seine Bestellung aufzunehmen. Auch das ist eine ganz klassische User Story mit Rolle, dem, was er tun will, und dem Geschäftswert. Man kann sogar Angriffe auf das System als Anti-User Story formulieren.
und sagen, also Sachen, die nicht passieren sollen, nämlich so, dass sie als Angreifer will ich die Verbindung abhören, um das Passwort des Kochs zu erfahren. Man könnte also sagen, der Angriff soll nicht, also quasi Negation von dem, weil wir eigentlich haben. Das heißt, der Angreifer das gerade nicht kann. Das wäre eine Anti-User-Story. Gegenbeispiele, was sind keine User-Stories? Naja, Stories, in denen entweder kein Benutzer vorkommt oder in denen kein Geschäftsführer drin ist oder die völlig überflüssig sind. Beispiel, als Entwickler will ich am Server Java mit einem RESTful Interface verwenden, damit ich produktiv arbeiten kann. Da Sie als Entwickler interessieren bei den User-Stories eigentlich, also was Sie wollen, interessiert erstmal keinen. Es interessiert das, was der Kunde will. Also alles, was die Entwickler wollen, ist keine User-Story, weil die keine User sind. Also keine User-Story. Als Kunde will ich, dass die GUI innerhalb von 3 Sekunden reagiert. Das ist zwar irgendwie eine Anforderung, man könnte sagen, an alle User-Stories oder an alle Funktionen des Systems, aber eben keine einzelne User-Story, weil da sozusagen keine konkrete Funktion ausgeführt wird mit dem System. Ne? Das ist eher so ein Constraint für das gesamte System. Oder das hier, als Kunde will ich eine intuitiv bedienbare Oberfläche haben, damit ich mich schnell einarbeiten kann. Auch das ist keine User-Story und auch keine Anforderung, weil intuitiv nicht bedient ist. Bei Anforderungen oder User-Stories müssen Sie am laufenden System feststellen können, ob die Anforderung erfüllt ist oder nicht. Und intuitiv ist nicht bedient, nicht definiert in dem Zusammenhang. Also können Sie nicht am System nicht feststellen, ob es intuitiv ist oder nicht, weil Sie wissen ja gar nicht, gegen was Sie testen. Oder Sie können die Implementierung vorwegzunehmen, also welche Buttons zu fordern, auch das ist keine User Story. Es gibt so ein Standardformat, das hat der Mike Cohn erfunden, den hatte ich ja vorhin schon in einem der Bücher. Unten, da schon der Warnhinweis, macht manchmal Sinn, das zu verwenden, aber auch nicht immer. Also man sollte sich jetzt auch nicht zwanghaft an dieses Format halten. Manchmal passt es einfach nicht. Format ist, als Benutzer in einer Rolle, das hatten Sie gerade eben schon auf den Folien, so als Koch oder als, häufig nimmt man als as a person in a role ein Persona-Modell her. Das heißt also als Paula Personalarbeiterin oder als Erwin Architekt oder sowas mache ich was. Also das heißt, die Personas, die wir am Anfang gearbeitet haben, fließen jetzt hier in diese User-Stories mit ein. Also Sie haben also, wie gesagt, zwei Alternativen, Rolle, sowas wie Admin, Koch oder sowas, oder Sie nehmen gleich direkt die erarbeiteten Persona-Modelle. Dann, I want to perform some activity, also irgendein Element, was das System ausführen soll, haben wir schon besprochen, und so, dass irgendein sinnvolles Geschäftsziel erreicht wird, also ein betriebswirtschaftlicher Mehrwert. Das gleiche auf Deutsch, als Mensch in einer Rolle will ich einen Knopf drücken und damit irgendein Nutzen erreicht wird. Also ungefähr gleiches Format. So, Ron Jeffries beschreibt die Idee dieser User Stories als mit den sogenannten 3C. Das ist so ein bisschen Grundlagenwissen, deswegen erzähle ich es Ihnen, weil das häufiger verwendet und erzählt wird. Also Card ist das, was wir jetzt gerade angeschaut haben. Ne? Die Karte mit dieser ist a User in a Role und so weiter, das ist sozusagen ein Reminder dafür, dass man mal reden sollte. Und Sie verwenden das Ding sozusagen als haptisches Etwas, also dass Sie anfassen können oder dass Sie als Ticket in GitLab verwenden können oder als notfalls als Zeile in Excel Sheet und dann können Sie arbeiten damit. Aber es ist eben also so eine Art anfassbares Etwas, was diese Anforderung darstellt. Die Karte. Conversation heißt, naja, also auf der Karte steht eigentlich nicht genug drauf, dass man jetzt wirklich alle Details zu der Anforderung hat. Man muss auch mit dem Kunden, mit dem Vertreter des Kunden, mit dem Product Owner, mit jemandem sprechen, um mehr Details rauszukriegen. Zum Beispiel könnte man anhand einer Karte Wireframes herstellen und mit dem Kunden diese Wireframes abstimmen. Und dann hängen die Wireframes an der Karte mit dran. Oder Sie machen noch ein logisches Datenmodell und hängen das an die Karte mit dran. Also das heißt, es kommen weitere Details dazu, indem Sie sprechen miteinander. Das ist Conversation. Oder Sie sprechen auch mit dem Tester und versuchen, das besser testbar zu machen und Testfälle zu erfinden. Auch das ist Conversation. Confirmation ist genau das Thema Testen. Das heißt, Sie überlegen sich, naja, wie könnte man am laufenden System feststellen, dass die Anforderung erfüllt ist. Und das schreiben Sie typischerweise mit Akzeptanzkriterien auf. Also das können sozusagen weitere Elemente sein, die die User Story erfüllen muss oder Sonderfälle, auf die Sie reagieren wollen. Wie könnte so eine Karte jetzt aussehen konkret? Also das heißt, wenn wir das jetzt wirklich, nehmen wir an, wir hätten jetzt wirklich ein gemeinsames Büro und wir würden tatsächlich A5-Zettel beschriften, die wir an ein Whiteboard dran tackern.
Also wenn wir das könnten, wie würde sowas aussehen? Sie machen eine A5-Karteikarte, oben drüber kommt so ein Titel. Das muss so etwa sein wie so eine Bild-Zeitungsschlagzeile. Das ist vor allem für Ticketsysteme wichtig, dass Sie das Teil wiederfinden und dass Sie sich unter der Überschrift schon was vorstellen können, bevor Sie in die Details lesen müssen. Dann haben Sie irgendwie diesen Normsatz, so als Benutzer will ich irgendwas machen, um irgendeinen Nutzen zu erreichen. Und jetzt kann man weitere Informationen hinzufügen. Das wächst normalerweise mit der Projektdauer und Sie verfeinern als Team in den jeweiligen Retrospektiven dann das, wie Sie mit diesen User Stories umgehen. Also es wird von Sprint zu Sprint besser. Was können Sie dazu schreiben? Eine Ticketnummer aus Ihrem GitLab oder Jira oder aus einem anderen Werkzeug, damit Sie sozusagen den Zug haben zwischen der Karte an der Wand und dem Ticketsystem. Man könnte das Erstellungsdatum dran schreiben, auch damit Sie die User Story mal veralten können. Also wenn die schon seit 2015 in Ihrem Product Backlog rumliegt, dann ist die wahrscheinlich irrelevant. Sonst hätte sie ja schon jemand gebaut seit 2015, also kann man sie zerreißen wahrscheinlich. Sie schreiben den Autor dazu, damit Sie fragen können, Mensch Gerd, was hast du dir denn dabei gedacht? Oder sag mir ein paar Details, dass Sie Nachfragen stellen können. Man könnte eine Priorität machen, zum Beispiel, indem man einfach so Moderationspunkte dran klebt. Ein, zwei oder drei, je nach Wichtigkeit. Man könnte grob die Aufwandsschätzung dazu schreiben. Ich habe hier mal T-Shirt-Größen verwendet, also M für eine Medium User Story. Also ein Storypoint wäre das so drei oder fünf, je nach Verfahren. Und man könnte auch so einen Status dran geben. Ich könnte so ein Fähnchen dran machen, sowas wie ist noch nicht abgestimmt. Man sollte da noch mal genauer sprechen. Das ist mal die Vorderseite dieser A5-Karte. Hier nochmal zusammengefasst, was steht da drauf? Auch das sind Sachen, die Sie auch in Ihrem GitLab wiederfinden. ID der Story, also irgendwie eine Ticketnummer, Kurztitel, damit Sie sozusagen in diesen Übersichten ein bisschen was zu der Story erfahren. Eine Detailbeschreibung mit Informationen, zum Beispiel mit diesem User Story Format. Die Schätzung gehört irgendwann dazu, wenn es im Product Backlog ist, mit Story Points oder mit dieser T-Shirt-Größensemantik. Geschäftswert, da könnte man auch sich irgendwas überlegen von Small, Medium und Large Geschäftswert oder irgendeiner Beschreibung dazu. Vielleicht schreiben Sie da Abhängigkeiten zu anderen Stories rein. Da würden Sie in GitLab einfach Links verlegen. Jira und andere Werkzeuge sind da ein bisschen besser oder auch das, was Ihnen die Azure Cloud anbietet, dass Sie da tatsächlich so Abhängigkeitsketten darstellen können. Status, ist es abgestimmt oder erst eine vage Idee und wann es erstellt wurde. Und wie gesagt, und diese Informationen wachsen jetzt von Sprint zu Sprint. So, und so sieht das im GitLab aus. Haben wir schon besprochen, haben es auch schon tausendmal gesehen. So, auf der Rückseite dieser A5-Karte, da können Sie jetzt Details reinschreiben. Also da kommt typischerweise nach der Systematik die Akzeptanzkriterien hin. Also quasi das, aus denen Sie nachher die Testfälle machen können. Da würden Sie die Demos für die Sprint-Review-Meetings draus ziehen. Man kann Beispiele hinbringen. Das ist eine ganz bekannte Spezifikationstechnik. Geht so auf den GeuGo-ACID zurück. Das heißt, Sie würden einfach Beispiele der Benutzung haben. Also wenn ich X eingebe, kommt Y raus. Wenn ich Z eingebe, kommt A raus und so weiter. Man kann Testfälle spezifizieren. Das wäre quasi das Beispiel noch ein bisschen genauer. Oder Sie schreiben da die Sonderfälle drauf oder kleben Wireframes oder UML-Modelle dran. Also das heißt, da kommen sozusagen weitere Informationen hinzu. Das heißt, Sie haben so diese User Story und als Akzeptanzkriterium sammeln Sie einzelne Details. So, das heißt, wenn Sie das getan haben, ist eigentlich diese Idee, dass man sagt, man müsste jetzt gute User Stories schreiben, ist eigentlich totaler Unsinn. Denn die User Story ist ja nur ein Hinweis, dass man reden sollte. Das heißt, insofern ist völlig fast wurscht, wie die User Story genau aussieht. Der Entwickler oder die Entwicklerin muss nachher jemanden zum Sprechen haben, um die Details festzulegen oder um mit jemandem mal so die erste Lösung abzusprechen und sagen, ist es das, was du dir eigentlich vorgestellt hast? Also Writing the Stories ist eigentlich Unsinn, sondern die Diskussion ist wichtig. Andersrum ausgedrückt heißt es aber auch, wenn Sie keinen zu diskutieren haben, kann nur Unsinn rauskommen. Also nur mit einer User Story ohne Gesprächspartner ist das fast schon zum Scheitern verurteilt. Sie brauchen jemanden, der Ihnen die Details liefert, also den On-Site-Customer oder ein Product Owner, der Ahnung hat. Sie können sich eher die Details nicht selber ausdenken. Wenn Sie keinen zum Reden haben, müssen Sie wieder auf den 200-seitigen Besinnungsaufsatz mit den Requirements zurück. Was kann man jetzt machen, um die Konversation zu treiben? Also gerade wenn es komplexer wird. Das Effizienteste ist, Sie hocken sich mit drei Leuten und einem Stift vor ein Whiteboard, wenn es geht. Oder notfalls vor ein verteiltes Whiteboard und mal eine gemeinsame Skizze. Das ist eigentlich die effizienteste Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Alles andere, Dokumente, Telefonate, Videokonferenzen sind ineffizienter als das. Und
Sie können damit dann Skizzen der grafischen Oberfläche zum Beispiel erzeugen. Sie können Custom-File-Diagramme machen oder auf andere Art und Weise mit dem Whiteboard-Details festlegen. Sie können, wie gesagt, Dartmodelle machen. Ja, habe ich erzählt. Wichtig an der Stelle ist aktives Zuhören. Das heißt, wenn Sie mit Ihrem Kunden sprechen, formulieren Sie das, was Sie hören, immer wieder in Ihren Worten um. Versuchen Sie zu allen Sachen, die Sie nicht verstanden haben, Fragen zu stellen. Die Technik kennen Sie wahrscheinlich schon aus dem Praxisblock. Also, wie gesagt, aktives Zuhören ist also eine der wichtigsten Kernkompetenzen, wenn es um das Thema Anforderungsanalyse und Verstehen Ihres Kunden geht. Und die Akzeptanzkriterien kleben Sie natürlich hinten auf die Karte drauf, oder Sie legen noch Details im Wiki ab oder machen Foto und kleben das ins Wiki. Wichtig an der Stelle ist wirklich, wie gesagt, diese Diskussion am Whiteboard. Da gibt es einen schönen Spruch von Herrn Lahmann und Herrn Fodde: We have noticed over the years, as we facilitate Agile Design Workshops, that there is a linear correlation between their effectiveness and the amount of whiteboard space. Im Design sind wir noch nicht ganz in der Phase, oder haben wir auch, aber wie gesagt, das zeigt eigentlich, Whiteboard, drei Leute und ein Stift ist eigentlich das Effizienteste, was Sie machen können in der Kommunikation. Was man noch machen kann, ist, Sie können sozusagen einen Entwickler hinstellen, der sich überlegt, naja, wie könnte man das bauen? Und Sie haben einen Tester, der sich überlegt, was könnte alles schief gehen. Das heißt, der Entwickler skizziert so ein bisschen, wie man das machen könnte, und der Tester überlegt, wie man das kaputt kriegen könnte oder welche Sonderfälle es gibt. Und die beiden haben sozusagen den Kreativen und den Zerstörenden an einem Whiteboard und überlegen sich gemeinsam die Details zu der User Story. Also so könnte ein ausgereifteres Detaildesign entstehen. Wichtig ist immer, den Tester so früh wie es geht dabei zu haben oder den Kreativen, den der was erzeugt, und den Zerstörenden oder der sozusagen das in Frage stellt auf der anderen Seite. Also was sie gleichzeitig nicht können, ist kreativ sein und den Merkmalsraum erweitern und gleichzeitig alles in Frage stellen. Das kriegt ihr Gehirn irgendwie nicht hin, deswegen brauchen sie zwei verschiedene Personen, die das machen. Confirmation geht halt über Akzeptanzkriterien, also das ist das letzte der drei Cs. Sie nehmen Beispieldaten, Demo-Daten und spielen einfach die User Story mit verschiedenen Datensätzen durch, also wie so ein klassischer Testfall. Sie könnten eine Anleitung zur Demo machen, das hatte ich schon in einem anderen Video mal gezeigt, also Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, und Sie würden sozusagen schrittweise durch die implementierte User Story durchleiten, und jeden Schritt zur Demonstration schreiben Sie als Akzeptanzkriterium auf. Sie schreiben Testfälle auf, also prüfe, wenn du den Knopf drückst, kommt das raus. Auch das kann man machen. Auch das habe ich nachher noch in einem eigenen Foliensatz. Sie schreiben Sonderfälle auf. Und auch auf der, gerade auf der, wenn Sie mit Ticketsystemen wie Jira oder GitLab arbeiten, kleben Sie alles, was Sie noch nicht wissen, wo Sie offene Fragen haben, so Konversationsverläufe und so weiter, das kleben Sie alles an die User Story mit dran. Also das Ticket in GitLab wird immer größer und immer größer, und die Diskussion ist sozusagen die nächsten Jahre noch zu sehen. Also es ist ganz wichtig, dass Sie das alles schriftlich festhalten in dem GitLab-Ticket. Und wie kann man es machen? Naja, auch das haben Sie schon gemacht. Sie schreiben die Akzeptanzkriterien und die Details mit in die User Story dazu, und dann haben Sie sozusagen gleich so einen Fahrplan für die Demo, beziehungsweise können abhaken, was Sie gemacht haben und was nicht. So, wie finden Sie User Stories? Man kann das ganz typisch machen mit so einem Workshop. Das heißt, alles, was Sie primär erarbeiten wollen, dafür kann man Workshops veranstalten. Also in DRS haben wir es häufig so gemacht, dass wir so ein 10 Minuten Brainstorming gemacht haben. Also jeder überlegt sich für sich, welche Features das System haben könnte, und schreibt das sozusagen auf den Klebezettel drauf. Und dann packen Sie die sozusagen die Einzelpersonen in kleine Teilteams zusammen, die verdichten das dann, und jedes Teilteam stellt dann seine Lösung vor, und dann machen sie sozusagen im Anschluss dann eine gemeinsame Sitzung von allen gemeinsam, die dann die User Stories als gesamtes Teamergebnis besprechen. Zusammenfassend, das kann man sagen. Vorteil für die User Stories ist, die sind so, dass sie einen Nutzer verstehen könnte. Ich bin gar nicht sicher, ob der das immer verstehen wird tatsächlich. Sie haben den Zwang drin, dass das immer mit Geschäftswert formuliert wird. Das heißt, die Quote der völlig unsinnigen User Stories ist wahrscheinlich kleiner als bei Standardanforderungen. Und es ist sehr leichtgewichtig natürlich. Die Karte, das haben Sie schnell aufgeschrieben und haben es auch schnell wieder zerrissen. Sie brauchen keinen besonderen Formalismus zu kennen, also keine Normsätze, keine besondere Requirements-Theorie. Also das heißt, jeder könnte User Stories aufschreiben. Also deswegen Workshop-tauglich und mit dem Kunden auch gut machbar.
Und Sie können mit diesen User Stories, haben wir schon gesehen, können Sie eine Sprintplanung machen, Sie können eine Retrospektive machen, Sie können das Ding als Backlog-Item verwalten. Also haben Sie ja nicht alle Möglichkeiten zur Verfügung, damit zu planen, kurzfristig wie langfristig. Nachteile, natürlich fehlen Ihnen die Details in den User Stories. Also es hat, wenn die Implementierungsaufgabe eine gewisse Komplexität überschreitet, sind User Stories nicht mehr geeignet. Also eine Konzernbilanzierung für den Daimler-Konzern können Sie nicht mehr mit User Stories beschreiben, weil da wahrscheinlich relativ komplexe Finanzmathematik drinsteckt und sehr komplexes Steuerrecht. Das wird alleine mit User Stories deutlich schwieriger bis unmöglich, das aufzuschreiben. Also User Stories sind so für einfache Anlegen, Ändern, Löschen Sachen sehr gut geeignet. Wenn es komplexer wird, brauchen Sie sozusagen mehr Formalismus. Und die User Stories explodieren Ihnen natürlich dann, wenn Sie bei dem Card Conversation Confirmation keinen mehr haben, mit dem Sie konversationieren können. Also wenn Sie keinen zum Reden haben, also Kunde oder Ansprechpartner vor Ort, dann müssen Sie zwingend wieder zurück zu schriftlichen Spezifikationen. Und dieser Ansprechpartner, wenn Sie den dann haben, der muss erstmal für Sie erreichbar sein, also innerhalb von ein paar Stunden antworten, beziehungsweise mit Ihnen telefonieren, muss auch Ahnung von dem haben, was er tut, und er muss auch Entscheidungen treffen. Also er selber Entscheidungen treffen und die auch treffen dürfen. Wenn der so Larifari ist wie Waschlappen, hilft Ihnen das nichts, weil dann bauen Sie nachher, halten sich an das, was er sagt, und er legt sich aber nicht genau fest, also können Sie aus dem keine genaue Festlegung rauskriegen. Und Sie haben natürlich keine dauerhafte Dokumentation davon. Also User Stories sind tatsächlich so gedacht, Sie programmieren das reine System und zerreißen die Karte. Und auch der Product Backlog ist ja nur eine Liste von so Gesichtspunkten. Also Sie haben die Diskussion vielleicht in GitLab-Tickets drin, aber es sind wahrscheinlich nicht alle Details, die mündlich besprochen worden sind. Deswegen gibt es also eine gewaltige Kritik an den User Stories natürlich. Erstens, Sie haben Schwierigkeiten mit der Traceability, ne? Also, Requirement wurde irgendwie genannt, es gibt einen Testfall dazu, das findet sich so im Code wieder. Man kann so ein bisschen nachstellen, aber die Details fehlen Ihnen. Sie haben keine Wartungsdokumentation, habe ich gerade schon dargestellt. Also, es ist sogar kein geschlossenes Dokument mehr da, was beschreibt, was das System können sollte. Natürlich kann man einwenden, wenn Sie ein 10 Jahre altes System von wem auch immer nehmen, auch da werden Sie so ein Dokument nicht mehr finden, weil die Leute sich immer schwer tun, diese Requirements-Dokumente nachzupflegen. Also dass das mal aktuell ist, das habe ich in meiner Praxis nie erlebt. Aber der große Nachteil von User Stories ist so, also Sie ferkeln mal eben bei User Stories hin, die ferkeln Sie ins System rein und haben eigentlich keinen Zwang, lange darüber nachzudenken. Wenn Sie eine Spezifikation schreiben, wollen Sie sich in einem Review nicht blamieren, da geben Sie sich mehr Mühe. Das heißt, die Sachen in solchen Dokumenten sind häufig reflektierter und Sie können so ein Dokument jemandem anders per Mail schicken und der kann Ihnen Review dazu machen und da irgendwie Sachen reinschreiben. Die User Story hat ja nicht genug Details, dass jemand so ein Review machen könnte. Also User Stories sind nicht reviewfähig, weil Sie die sozusagen nicht wirklich ausdrucken können. Oder wenn Sie sie ausdrucken als Ticket, ist nicht genug Information dran, dass man da wirklich eine Meinung dazu entwickeln kann. Und es kann sein, also die sind ja sehr feinteilig, die User Stories. Sie sind ja dann zum Teil so klein, dass sie die in einem Sprint bauen können. Und es kann sein, dass man über diese Feinteiligkeit den Blick fürs Ganze verliert. Der Alistair Coburn nennt sich das übrigens nicht Cockburn, Coburn, beschreibt das Ganze als Elefanten-Carpaccio. Idee: Sie haben eine Tüte Carpaccio und müssen aus dem Carpaccio den Elefanten zusammensetzen. Das würde Ihnen wahrscheinlich auch so schnell nicht gelingen. Also nur User Stories reicht nicht, Sie brauchen eine Art Überblicksdokument über alle Requirements oder eine fachliche Architektur oder irgendwas, wo Sie mal die Landkarte von allem darstellen und dann können Sie die Landkarte natürlich in User Stories zerhacken. Also das Carpaccio kriegen Sie vielleicht dann wieder zusammengesetzt, wenn Sie ein Gesamtbild von dem Elefanten haben. Ohne das Gesamtbild wird es wahrscheinlich nichts. Und diese User Stories sind auch nicht ganz so trivial, wie es jetzt im ersten Moment scheint. Das wird erst dann deutlich, wenn wir uns mal mit den Invest-Kriterien auseinandersetzen und damit auseinandersetzen, wie schneide ich eigentlich so eine große User Story in einen Haufen kleine User Stories. Dann wird es im Detail doch ziemlich kompliziert.